Was ist mit Jero passiert? Nehm es doch nochmal auf! Moment, Kamera richten. Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ganz so wunderbar kann es nicht sein. Warum? Weil der Vive dabei ist. Nein, das ist nicht der Grund. Es kann nicht ganz so wunderbar sein, weil wir uns heute TikToks angucken, meine Freunde. Mein letztes TikTok ist mal wieder 6 Wochen her und ich habe immer noch keinen Haken auf TikTok. Ich werde jetzt so lange keine TikToks machen, bis ich... Laura, du hast keinen Haken. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich auch nie drum gekümmert und ich struggle auch nicht so wie du mit deinem Instagram-Haken. Du dämlicher Loser. Warte, ich will nur ganz kurz eine Sache mal in die Kamera halten. Oh, da ist der Instagram-Haken auch vorhanden, Digga. Leute, folgt mir mal kurz auf TikTok, damit ich deutlich mehr Follower als der Vive habe in einem Video. Let's go. Ja, wir schauen uns heute TikTok-Cringe-Compilations an. Die hat Tobi extra zusammengeschnitten. Das wird eine geile Nummer. Ich habe ja Mitarbeiter, die sowas machen. Dankeschön an Tobi, geht raus. Und ich würde sagen, wir fangen an. Soll das ein Fleck sein, oder? Absolut, Digga, absolut. Fangen wir an, let's go. Was ist das? Ach, Digga. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, Bro. So funktioniert Alter, das nicht. Das sieht gut aus. Das hat sehr gut geklappt, Manuela Franz. Das hast du sehr gut gemacht. Ruf den an über WhatsApp, liebe Leute. Eure Carmen. Warte mal, das ist nicht die Nummer von ihrem Mann. Das ist die Nummer von Montes Bewährungshelfer. Hallo? Der Junge aus der Stadt, doch keiner kennt die Marken, die er hat. Bist du leid, möchte durch die Street. Digga, das ist mit Abstand eines der unangenehmsten TikToks überhaupt. Ey, der sieht aus wie einer aus meiner alten Klasse. Wieder da. Junkfood am Start. Hier ist euer Junkfood. Ach, das ist sein Name. Ich dachte, der hat jetzt irgendwie Meckes Essen. Digga, der heißt einfach Junkfood. Chillig, Bro. Wieder da. Chillig, Bro. Sehr schöne Szene. Schwänze sind eine ganz wunderbare... Ach, Digga. Oh, nee. Junge, was zum Teufel, Alter, Bro. Den hat noch niemand gesehen. Und die Erfindung sollten wir feiern, indem wir jetzt alle mal ganz kräftig mit unseren Schwänzen... Komm. Digga, what the fuck? What the fuck, Bro? Bro! Was ist das denn? Ich bin aber Lot. Ich schneide vor die Kotten los, ha, schneide Kotten los von arbeitslosen Mann. Ben. Zähler für den Haarschnitt, Lukas, würdest du von ihm die Haare schneiden lassen? Safe call, ja, Mann. Seine Frisur ist lit. Leute, bei 50.000 Likes lässt sich Lukas die Haare Nein, von ihm schneiden. Gar doch. Nicht, mach ich halt's Maul. Doch. Bau nichts zum. Ich kann nicht nach vorne schauen, aber auch nicht zurück. Dann schau doch zur Seite, Bro. Wie wär's damit? Ich begreife das alles ganz einfach nicht. Den Text hat sie selber geschrieben, oder? No front! Was mit mir passiert? Ayo! Ach so, das war so joke-mäßig so. Hahaha, ich hab gar keinen Bock auf Weihnachten und dann fängt man eigentlich geil an zu singen. Okay, Tobi, danke für den Copyright Strike. Lustigerweise, ihr Mund passt auch gar nicht dazu, hast du mal drauf geachtet? Nee, überhaupt nicht, wir skippen das auch einfach. Und nicht mehr im Mama-Bett schlafen. Heute sagte er zu Mama, als sie sich zum Joggen bereit gemacht hat. So spricht man nicht, so geht das nicht, das ist falsch. Tat, lauf nicht am Waldrand vorbei, nicht, dass der Jäger denkt, du bist ein anmutiges Reh. Aus Mamas Augen kamen komische... Warte, sie mit dem Mund? Digga, was... Bro, Alter, wenn deine Mutter einfach der Google-Übersetzer ist, ab dafür, Digga, ganz schnell. Den Typ liebe ich, Digga. Den rechten? Der linke. Ich kenne nur den rechten. Salam alaikum. Alaikum assalam. Jungs, liegt ihr in einem Bett? Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Tja, Nicole, ich kann kontern. So du mir, so ich dir. Wie es in den Wald scheint, scheint es auch wieder zurück. Wie es in den Wald scheint, so scheint es dann auch dann wieder zurück. Und das, meine Freunde, ist die Weisheit des Tages. Merken wir uns. Man soll nicht mit Steinen werfen im Glashaus. Man soll nicht mit Gläsern werfen im Steinhaus. So, du... Haben die Beef auf TikTok? Alter, jetzt geht's aber ganz wild hier los, Digga, holy shit. Blonde, wenn du meinst, mich fertig machen zu müssen, hast du dich geschnitten. Mhm. Ich lass mir von dir überhaupt nichts sagen. Okay. Und vor allen Dingen nicht verrecke. Boah.
Das ist aber jetzt, also da hört's auf. Da würde ich meine Großfamilie einschalten, um das zu klären. Holt euch mal Rücken. Gestern gar keine TikToks gemacht. Ach, ich habe mir das halt gestern mit was anderem verbracht. Ah, das habe ich mir doch gleich gedacht. Aber heute, da mache ich wieder ein paar. Ach, Paps, du bist doch einfach wunderbar. Ja, ja. Digga, also wirklich. Man kann ja sagen, was man will. Es ist ein bisschen schade, dass die Theater momentan in Deutschland zu sind, weil der Typ muss auf eine große Bühne. Der muss auf eine ganz große Bühne. Ja, aber was ist das? Hallo. Aber die sind irgendwie cute, die sind irgendwie süß, oder? Ich mag die, Digga, real talk. Jero? Was? Was ist mit Jero passiert? Ja, Mann. Ey. Literally the odd. Audacity of them to even say ist that. Die like, von I Victorious? Literally just can't even believe they have the audacity. Digga, es ist wirklich die einzige Aufgabe, etwas Lip-Sync zu machen. Nehm es doch nochmal auf. So schwer ist das doch nicht. Das Schlimme ist, die kriegt trotzdem Likes. Das ja, Digga, weil sie zeigt. Ja. Ich meine, weil die Eingangstür im Hintergrund so schön viktorianisch ist. Heute meine erste Hate-Nachricht auf TikTok bekommen. Moment, ich lese sie euch vor. Mhm. So. Hallo. Es wird langsam Zeit, dass du aufhörst mit TikTok. Mhm. Deine Videos sind echt peinlich und du benimmst dich immer noch wie eine 15-Jährige. Das kann es einfach nicht sein. Mhm. Gucken wir jetzt gerade an. Und die Mama. Sie sind unglaublich. Danke, die Zeit gibt mir in meinem Leben einfach keiner wieder. Das war jetzt einfach, das waren einfach 15 Sekunden verschwendet. Ich bin mitten im TikTok-Beef-Business drin. Was ist denn, wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch erst blasen. Oh, Digga. Hm? Ah, das war der... Dann schlucken. Kaffee ist schon ziemlich heiß. Das schicke ich in meine WhatsApp-Familiengruppe. Oh, Digga, oh nein. Oh, nein! Oh, Junge, Alter. Anna wurden zwischen den Beinen einer Frau geboren. Sie versuchen immer wieder, dorthin zu kommen. Mhm. Nach Hause. Die armen Männer. Aber dann finde ich wieder gut. Panik, da hast du dich wirklich gesnitten. Die hat ja mit allen Streit, Alter. Die hat ja mit allen Beef. Die hat ja mit ganz... Ey, lass mal eine Ansage machen. Oh, das wäre voll krass. Ey, imagine, die droppt jetzt gleich einen Diss-Track oder ein paar Ansagen an uns. Das ist meine und nicht deine. Okay. Und du hast dich da rauszuhalten, Vaterlachs nochmal. Vaterlachs nochmal. Ich bin langsam sauer. Hey, Vaterlachs nochmal. Hey, Vaterlachs nochmal. Du hast da rauszuhalten. Ach, Digga. Ach, Junge. Was für eine blöde ist das? Ich kann es dir nicht sagen. Dann gehe ich zu entspannter Musik schlafen. Ja, genau. Hi, hi zusammen, Haare kämmen, Zopf binden. Oh nee. So, jetzt mal zu dir. Oh. Mach mal deine Augen zu. Und was siehst du? Nichts. Nix. Also, bin ich kein Eiki. Was ist das für ein... Nein! Halt den Mund! Es ist ein Totschlagargument! Hoffentlich macht die gegen KuchenTV kein Video, sonst ist er weg. Come on, everybody! Come on, everybody! Clap your hands! Go to the twist! Der fühlt aber anders, Digga. Ich feier den. Ja, er hat Spaß dran. Digga, der hat im Hintergrund ein 10-Euro-Kissen, siehst du das? Der schläft auf 10-Euro-Kissen. Och nein, oh Bro, nein. Der Sack geplatzt. Oh. Oh. Eine Baby, was war da gerade drin, Alter? Toll. Der Sack war wohl zu voll. Und ach, damit, meine Freunde, sind wir doppelt TikTok. Und dreifach raus. Das war's von deutschen TikToks. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Da gibt's nämlich eine absolute zu sehen. Vive hat leider keinen TikTok, der wurde leider gelöscht wegen Community Guidelines. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und absolut... Ach, Digga, komm, lass es doch einfach. Mach's gut, ciao.